Lydia. Hat er nicht gesagt, er will noch unten? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Danke, Goliel. Wo ist sie denn? Ach, da. Boah, ich dachte jetzt schon, jetzt ist sie weg. Unser kostbares Pferd. Hey. Da kann man auch. Wunderbar. Jetzt müssen wir eigentlich ja so in die Richtung. Meinst du, das schaffen wir, kleine Snow? Meinst du, das geht? Schauen wir mal. Wir müssten irgendwie da runter, ne? Müssen wir irgendwie einen Weg finden. Hallo? Boah, Scheiße. Ja gut, das schaffen wir schon. Wir müssen einfach wieder diese Treppen runterrennen, die wir vorhin hochgekrabbelt sind. Was sind denn das? Sind das wieder diese Bergblumen, ne? Die heißen immer Bergblumen, sehen aber immer anders aus, ne? Mal sind sie... Lydia, hau ab! Ja. Das sind immer diese Bergblumen, haben halt unter... Ach. Die aber unterschiedliche Farben haben. Was noch? Ja, und das ist die Lydia wieder hinter uns, dass wir nicht mehr umdrehen können. So. Ah, hier sind sie, die Treppen. Das ist ja lustig, ne? Können wir ein Foto von machen? Ein Foto, ja, ein Screen. Wenn meine Maus denn so bleiben würde. Wunderschön. Was war das jetzt? Wo ist sie denn? Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd jetzt hin? Na. Wo ist es denn jetzt? Na. Also da muss ich jetzt natürlich, also was soll das jetzt? Na, also das muss ich jetzt nochmal laden, weil das geht überhaupt nicht. Ey. 1.32 Uhr. Wo sind wir denn da jetzt? Ja, sorry, aber... was soll das jetzt heißen? Sind wir jetzt wieder ganz am Anfang?
Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Nee. Also gut. Das hat's zum Glück gespeichert. Mann, hey. Sprecht, Elf. Ich werde doch nicht mein Pferd tot da unten liegen lassen. Jetzt muss ich mir glatt eine Zigarette bauen. Das war ja ein Schock jetzt. Das Pferd tot. Das ist doch unglaublich. Müssen wir echt aufpassen, wenn wir diese Treppen da runtersteigen. Die sind extrem steil. Und anscheinend hat das dann hat die kleine Snow das nicht gepackt. Aber das war jetzt echt krass. Hey. Ich meine, ich werde jetzt schon mehr aufpassen. Ich dachte nur nicht, dass die jetzt gleich abkratzt. Und jetzt wird es wieder Nacht. Finde ich mega schön, dass sie das so gemacht haben, ne? Mit Tag- und Nachtrhythmus. Ganz langsam, Snow, ne? Nicht, dass du wieder runterstürzt. Ah, jetzt ist er nicht mehr da, dieser komische Rotwaddo, ne? Jetzt müssen wir da rüber. Und dann müssen wir aber schauen, ne? Wahrscheinlich müssen wir da jetzt rechts. Nö. Ja, blöd, dass dieser Rotwardone nicht mehr da ist. Ne? Der hat nämlich einiges gedroppt gehabt. Ich habe nicht mal richtig nachgeguckt, weil ich mir dachte, ja, das schauen wir danach, wenn wir endlich mal bei diesen Dingen sind, diesen Graubärten. Also, jetzt sind wir da Richtung... Jetzt müssen wir wieder... Wie machen wir denn das? Entweder wir gehen jetzt da geradeaus und überqueren irgendwie den Fluss. Schauen wir mal, ob wir da einen Fluss finden. Weil also wir müssen auf jeden Fall nach rechts. Und rechts ist hier nichts. Das ist es ja. Da runter. Schauen wir mal. Also ich meine, hey, wie kommen wir denn da hin zu diesen verfickten Graubärten, Mann? Ja, unglaublich. Wir können nur... Na gut, wir können da jetzt rechts irgendwo runter. Und dann den Fluss lang wieder. Aber rechts kommen wir da nirgendwo hin. Oder? Darauf. Schauen. Und dann müssen wir schwimmen. Ja, ich versuch's halt mal, weil da oben schien es nicht danach, dass das irgendwo eine Festung Amol. Es schien mir halt nicht, dass weiter oben ein Weg darunter geführt hätte. Jetzt müssen wir schauen. Uns rechts zu halten. Ich lasse jetzt mal diese Festung. Die interessiert mich jetzt mal nicht. Weil ich will jetzt endlich mal diese
diese Graudingens erreichen. Hä? Boah, wie schön, dass wir unser Pferd wieder haben. Mann. Da erreichen wir auch nichts, weil da gehen wir wieder hoch zum Grab. Und wenn wir so gehen, ich glaube, da erreichen wir auch nichts. Nee, da kommt dann der Wasserfall, ne? Sorry. Und hier? Hier sind wir wieder da beim... Boah, ich dreh ab. Ich dreh echt ab. Wie sollen wir denn das finden? Jetzt müssen wir doch da runter ab. Und was ist, wenn wir hier lang reiten? Und unten irgendwie die Runde machen, nach rechts. Wunderschön gemacht, ne? Wo sind wir denn da? Da sind jetzt wieder diese Quellen. Mal schauen. Ja. Was sind wir hier bei den scheiß Amulett, Mann? Links, rechts, links. Oh, kleine Maus, mal hoffen, dass wir da bald mal ankommen. Na, hast du gesehen? Schöne Libellen. Füchschen. Und rechts runter. Na.
wollen wir ihr jetzt mal nicht antun. Jetzt gehen wir da über die Brücke. Dunkelwasserkreuzung. Schauen wir mal, wo wir jetzt auf dem Weg sind, ja? Und dann links. Was haben wir denn da? Also das ist die Kreuzung. Mal, hoffentlich sind wir jetzt auf dem richtigen Weg hier. Ist ja unglaublich, die zu finden, das... Da haben wir wieder eine Notiz, ne? Ich hoffe, mein Pferdchen ist noch da. Wie befohlen, das ist dasselbe wie vorher. Ja, die haben alle dieselbe Notiz. Kann ich wieder zu meinem Pferdchen zurücklaufen, schleichen. Lydia rennt mir wie immer entgegen, also ich meine, sie ist natürlich eine Hilfe, aber zwischendurch ist sie echt eine Nervensäge, weil sie immer und immer steht sie entweder in den Türen rum, vor mir, versperrt mir permanent den Weg hier. Das regt mich übelst auf. Aber ich nehme mal an, dass alle Begleiter so nervtötend sind. Da gehen wir jetzt hoch. Oder? Ja. Ich nehme mal an, dass das nicht an der Lydia liegt, sondern dass die alle ein bisschen fehlerhaft programmiert sind. Trotzdem mochte ich die Dunkelelfin einfach lieber. Die war mir irgendwie sympathischer. Die hat nicht immer so rumgemaunzt. Rumgeraunzt. Sobald man ein bisschen an ihr angegangen ist oder so. Ich mag einfach die Elfen mega gern. Egal ob Dunkelelf oder... Hochelf oder egal, Waldelf. Ich mag sie alle. Ich finde die halt irgendwie voll faszinierend. Oben war ein Bär. Fein, dass er uns nicht angreift. Boah, wie schön das gemacht ist. Ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit die hier rein gesteckt haben. Wie viele Stunden und Stunden an Arbeit.
Wer sind denn die da vorne? Mach mal schnell ein Foto, das ist so schön. Sag ich mal Foto, Screen. Einen Screenshot. Wer sind denn die? Wer seid ihr denn, Mann? Könnt ihr euch nicht mal... Boah, und ich muss nur rumschleichen, ne? Kann nicht mal mit ihnen reden, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Lydia! Das haben sie echt scheiße programmiert mit dem Begleiter, ne? Weil die steht echt immer vor mir. Es ist nicht so, dass sie hinter mir sich irgendwie hinstellen würde. Nein, immer vor mir. Jetzt muss ich mich nur nochmal... Okay. Wir müssen sozusagen denen hier folgen. Oder? Ich lasse die mal, weil so wichtig sollten die eigentlich nicht sein. Sonst hätten sie ja irgendetwas gesagt. Und ich habe es jetzt so langsam echt eilig, weil wir sind jetzt Stunden, ich glaube, ja schon einige Stunden auf der Suche nach Ivarstadt. Yeah. Mann. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich mein Pferdchen... Wir reiten durch den Garten. Muss ich nur schauen, wo ich meine kleine Snow abladen kann. Wo sie sich ein bisschen ausruhen kann. Ist ja auch wichtig, ne? Weil ohne die Snow, ich glaube, wir hätten 100.000 Jahre gebraucht. 100.000 Jahre. Und das ist der Feuerschleierhügel. Nee. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja. Das müsste eine alte Ruine sein, aber ich suche jetzt echt einen Platz für mein Pferd. Ihr werdet doch irgendwo Ställe haben, ne? Naja. Nicht wirklich. Welch Verschwendung. Na! Na! Ach, das war jetzt wieder mal ein Schock. Ich dachte schon, die fällt jetzt runter und stirbt. Ich lasse sie mal hier. Nee, ich lasse sie nicht hier. Dann brauchen wir wieder ewig. Ich lasse sie hier. Nee, wo lasse ich sie dann? Ich weiß nicht, wo ich sie lassen soll. Irgendwo in der Nähe. Irgendwo, wo diese Graubärte auf uns warten. So. Das sieht mir irgendwie nach so einem Laden aus. Wahrscheinlich können wir hier nichts verkaufen. Hä? Das ist wieder so eine verdammte Taverne, die nur... Ihr seht nicht wie... Was könnt ihr mir etwas über Hochrot
Skar erzählen. Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn das Wetter es zulässt. Darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein. Ich weiß nicht sonderlich viel über sie. Was für eine langweilige Unterhaltung. Ja, würde ich auch sagen. Pisai. Ihr verirren sich nicht. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ja, wieder nur Essen und Zutaten, ne? Schneebären, Steinhuscherei, Weizen, nichts wieder mal. Ich suche eine Arbeit, wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Tötet den Banditenführer in Büdelberg? Könnt ihr mir etwas über Hochrotel erzählen? Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Nee. Hört, das ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschungen für euch anstellen, wenn ja klar. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Wurde das Hügelgrab schon mal erkundet? Vor ein, zwei Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab und das war's. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Hui. Haltet im Hügelgrab die Augen offen.